Hi, ich bin hier im Garten, um mein Fahrrad Mallorca-tauglich zu machen. Das ist relativ dreckig von letzten Fahrten. Die Kette vom letzten Jahr ist noch drauf. Ja, und Fahrradpflege geht vor, zumindest nach dem Radtraining. Gartenpflege bei mir nicht so. Ja, eigentlich putze ich immer mit so einem Outdoor-Druckreiniger, so einem grünen Ding. Das habe ich im Winter draußen stehen gelassen und deswegen ist hier der Sprühkopf kaputt, ist undicht, irgendwie was war drin gefroren, blöd, dumm gelaufen. Und deswegen habe ich mir eine Handsprühpumpe von F100 gekauft. Die ist, ups, hier vorne. Kostet zwischen 11 und 20 Euro online. Ich habe sie aus dem Fahrradladen. Mal schauen, wie das Ding funktioniert. Habe es noch nicht ausprobiert, sehen wir gleich. Zunächst einmal muss die alte Kette ab und ich benutze immer ein Kettenschloss von SRAM. Dafür gibt es dann ein Werkzeug, wo ist es hier, um die Kette einfach lösen zu können. Was natürlich ideal ist, wenn man die Kette zwischendurch reinigt, weil das Kettenschloss kann man hinterher wiederverwenden und dieselbe Kette wieder drauf ziehen. So, einfach so und schon ist die Kette offen. Übrigens hält das auch so. Ja, zum Runternehmen habe ich eine Hand extra gebraucht, deswegen musste ich das Smartphone einfach weglegen. Die Kette hat sich selbstständig gemacht, liegt unten. Ha, jetzt ist sie tot. Und jetzt kann sie in den Müll. Ja, das ist alles relativ dreckig, ölig hier, wie man sieht, und oh, richtig schmuddrig. Das bedarf unbedingt der Pflege, der Reinigung. Und ich stehe hier auf F100 Kettenreiniger. Das geht natürlich dann auch wunderbar hier für die Schaltröhrchen und für die Kassette. Ich hoffe, es ist noch genug in der Dose drin. Muss ich mal schütteln. Dann höre ich das mal da drauf. Und vor allen Dingen. Die Antriebselemente sind soweit mit dem Kettenreiniger eingesprüht. Das restliche Rad sprühe ich jetzt einfach mit F100 Fahrradreiniger ein. Das habe ich seit einem Jahr in Gebrauch und reinigt eigentlich recht gut. Wenn ich nicht aufnehme, ziele ich auch besser beim Einsprühen. Das mache ich jetzt mal. Ja, schlau ist, wenn man auch das Hinterrad ausbaut, dann kommt man natürlich hier beim Einsprühen hinten überall viel besser dran. Ja, und die Laufräder kommen natürlich auch noch dran. Zunächst reinige ich mit so einem alten Küchenschwamm die Bremsflanken der Laufräder. Das kann ich jetzt schlecht filmen, weil ich beide Hände dafür brauche, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, was ich jetzt mache. Mit den Laufrädern bin ich fertig, zumindest mit den Bremsflanken. Derweil habe ich jetzt diesen Sprühreiniger, also diesen Drucksprüher mit Wasser gefüllt und circa 20 Mal gepumpt, Druck aufgebaut drin und jetzt schauen wir mal, ob dieses Ding richtig sprüht. Ich habe es noch nicht probiert. Ja, es geht los. Okay, tut eigentlich, was es soll. Gut, jetzt lege ich wieder die Kamera weg, weil ich brauche beide Hände. Bis später. Die Schaltwerkröhrchen sind durch den F100 Kettenreiniger eigentlich gut sauber geworden. Aber ich habe sie dennoch demontiert, weil gerade zu Beginn der Saison möchte ich, dass sie auch innen richtig sauber sind. Ja, gerade eben habe ich mit der Bürste noch die Kassette sauber gemacht, die ich vorhin mit diesem
F100 Kettenreiniger behandelt habe und ihr seht selbst gebürstet, wie schön die wird. Das ist echt sagenhaft gut. Draufsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, abbürsten mit Wasser. Echt stark, oder? Ja, und dann kommt noch der Schmodder von der Kassette weg mit dieser Bürste. Auch das mache ich besser gleich mit beiden Händen. Aber nur mal hier zum Zeigen und natürlich auch von der anderen Seite und dann wird das Ding perfekt sauber. Ja, jetzt wird einfach noch der Rest geputzt. Auch hier nur mal angedeutet, weil ich wieder beide Hände brauche. Und dann bin ich eigentlich schon fast fertig mit dem Saubermachen. Zum Schluss muss ich noch den Reiniger runtersprühen, was ich wieder mit diesem Drucksprüher mache. Ah, der sprüht herrlich, wie ich finde. Ja, der Titanrahmen sieht schon sehr schön aus. Vor allen Dingen, weil ich ihn mit dem Mikrofasertuch hier trocken gerieben habe. Das nimmt schön das Wasser auf und es bleiben eigentlich keine Wasserflecken übrig. Das ist schon mal gut. Trotzdem werde ich jetzt den Rahmen noch mit Fahrradpflegeöl behandeln. Und zwar sprühe ich das auf eine alte Socke und reibe dann leicht den Rahmen ein. Dann bleibt er länger schön und glänzt einfach geil. Ja, das mache ich jetzt mal. Seht ihr den Unterschied? Ich finde das einfach super. Titan ist eben geiles Material. Ohne Lack. Einfach pur das Metall. Stark. Ja Leute, ein sauberes Titanfahrrad hinter mir. Ich finde das richtig geil. Die Kette fehlt noch, die mache ich jetzt auch noch drauf. Und dann geht's ab nach Malle. Denn du weißt ja, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und tralala. Ja, singen kann ich scheiße, das wisst ihr jetzt auch. Ansonsten, Leute, wir sehen uns und ich bin bald auf Malle. Ciao, ciao.